So, meine Lieben, da sind wir wieder im nächsten Match zwischen den Reaper und den KI. Auch hier schauen wir uns natürlich die Tabellen mal an, wie es dort in der zweiten Liga so bei den beiden bestellt ist. Und wir haben ja letztens mal das Match ja schon live gesehen hier vom Reaper. Also für diejenigen, die es verpasst haben, ihr könnt das bei YouTube nachträglich nachschauen. Es lohnt sich, dieses Spiel anzusehen. War unfassbar spannend. Und hier sehen wir gerade aktuell die Tabelle. Und man sieht hier oben. Doch, wo ist er denn? Oh, da unten. Der Mentor, der Reaper aktuell mit 9 Spielen. 1 Sieg, 1 Unentschieden, 7 Niederlagen, 12 Punkte. Noch gar nicht so richtig im Spiel drin, aber auch KE sehr ähnlich konstituiert. Also nur mit einem Unentschieden mehr. Also die beiden, man könnte sagen. Ja, eine Wellenlinie. Daher denke ich mal, könnte das eine ganz interessante Geschichte werden. Und diese Map, ja, die bietet ja sehr weiträumige Schlachtfelder. Sie ist ziemlich eng bemessen mit den Übergängen und mit den Durchfahrtswegen und. Ja, man sieht hier, ich gehe mal kurz auf die Map hier rein. Guckt euch das mal an. Ja, wir haben hier die vielen kleinen Übergänge. Und diese fiesen, kleinen, zerstreuten, wirklich. Aus meiner Sicht klein zerstreuten Felder mit Gems. Es macht das so unfassbar fies. Und optisch gesehen hat die Map wirklich für mich sehr, sehr wenig Ressourcen. Ne? Das mag auch täuschen, aber für mich sind das echt viel zu wenig Ressourcen. Hier oben sehen wir den Reaper. Der hat ja schon gesagt, er wird nichts anderes spielen, außer die Sowjets. Und hier oben links der Reaper in Rot mit den Sowjets. Aktuell nur eine RAF gebaut. Hier muss ganz dringend schnell eine zweite her. Ich sag's, wie es ist. Und am besten hier, gleich in der Nähe. Nicht da. Das ist nicht gut. Das ist wieder viel zu nah beieinander. Heißt, die Wege werden wieder unnötig schnell lang. Nicht gut. Gucken wir mal, wie KE das hier unten löst. Der mit den Alliierten spielt, mit den Türken. Christian, mein Lieber. Es gibt immer so einen Spielverderber wie dich, der sagen muss, Bobby ist eigentlich Joe und Bobbeline ist eigentlich Phil. Nein, bei uns ist das Joe und Bobbeline. Nein, natürlich. Bobby und Bobbeline. Aber by the way, natürlich wissen wir das. Moin Lizzie und moin Blutgott, schön euch zu sehen. Und 30er Stream-Serie von Blutgott, der haut noch mal richtig heute rein. Was ist da los bei dir? 30er Stream-Serie? So, wir sind noch völlig entspannt. Anfang der Session hier. Also, aktuell bei KI, ja, Money-Probleme. Der Zwiegert ist der beste Kumpel hier von ihm heute. Der Reaper hat es cleverer gemacht, hat gleich eine weitere RAF gebaut. Aus meiner Sicht aber zu nah an der nächsten hier ran. Hier wäre es besser gewesen, oder genau hier. Deutlich besser. Dann hätte er es ein bisschen gleichmäßiger abgesammelt. Und dann wäre auch die Chance da gewesen, dass es vernünftig nachwächst. Wobei wir ja wirklich viele Minen haben. Ja, echt sehr, sehr viele. Da wächst ordentlich was nach. Und ja, was tippt ihr? Wer wohin geht? Ich weiß nicht. Der Vorteil an dieser linken unteren Position ist, und da kann nichts kommen, außer Schiffe. Was unwahrscheinlich, dass da mal ein Schiff kommt. Und hier könnte KE sich ordentlich verschanzen. Hier haben wir schon wieder den Pfeil hier. Weiß nicht, ob das bewusst so gemacht worden ist. Da muss ich mal den Map-Ersteller mal fragen. Könnte sich hier ordentlich verschanzen hier links. Als Second Base. Haben wir auch schon den Bauhof hier beim KI. Ja, schon unterwegs. Prime Reaper. Noch nicht. Der hängt ein bisschen nach. Hängt ein bisschen nach. Aufgrund dessen, dass er nämlich schon sehr früh eine zweite RAF gebaut hat. Das hat der KI erst nach dem Anschluss des MBF zum Bau gemacht. Moin Ascon. Okay, fährt in die Mitte. Denk mal, hier vor wird er sich platzieren. Wäre auch das Beste erstmal. Und hier auch gleich nochmal eine Raffe inbauen. Also gleich verlängern. Jetzt zieht er den Bau. Ja, das wird oft gemacht, hier nach links. Aber ob er das wirklich vorhat, weiß ich nicht. Kann auch sein, dass er nach links unten fährt. Ja. Der Weg sieht so aus, dass er nach links unten fährt.
Guck mal hier. Die Grenadiere. Kann's auch nicht so oft genug sagen. Die Special Unit beim Tiberium-Konflikt. Also wer den Tiberium-Konflikt gespielt hat, also der erste Teil der CNC-Saga, der weiß, wie Hero die hier bitteschön sind. Also Wahnsinn. Also einfach episch. Den Grenadieren konnte man ordentlich Bambule machen beim Tiberium-Konflikt. Ah! Mr. Plopper, wetten sind Scarf! Nein, wetten sind scharf, meine Lieben. Ihr könnt wetten. Viel Spaß noch. Ich habe noch knapp 5 Minuten Zeit für die Wetten. Also, haut rein bei Twitch. Hier. 2 Raff. Das bringt ihn jetzt wieder so ordentlich Money Management. Aber auch hier oben der Reaper mit der Front Base gut dran. Ja? Eins zum Erkunden hier. Ein Flugfeld. Kann er mit der Spionageflugzeug rausjagen, als auch den Drop. Aber Reaper hat sich noch nicht wirklich was getan. Ein Grund, warum ich da auch noch nicht hingespoilt bin. Nur hier oben hin. Das wäre nämlich viel, viel interessanter, ob er den Bau vielleicht nochmal weiterzieht, weil KI hat es gut gemacht. Er hat den Bau aus der Mitte noch weitergezogen. Und schiebt nochmal einen Bau nach. Damit hat er zwei Fliegen in einer Klatsche geschlagen. Also dieses Zickzack haben wir ja beim Rider letztes Mal gesehen im Match. War auch einmal Taste. Alter, was ist heute mal wieder? Die Jukebox, die ist ja hin und wieder so ein bisschen seltsam, ne? Oh, oh, jetzt machen wir mal ein bisschen Spannung hier. Wohin denn ganz? Ja, sehr oft platziert hier. Wirklich sehr, sehr oft. Ja, Reaper. Er hat jetzt einen längeren Weg. Ich bin mal gespannt, ob KE jetzt hier auf Verteidigung irgendwo baut. Das hat aber gut gemacht, der KE. Wenn er jetzt nochmal, er hat noch 2,5 Minuten Zeit, hier nochmal eine Raff setzt, nochmal ein paar Mal sammelt, vielleicht nochmal ein paar Verteidigungstürme setzt. Könnte er hier ein bisschen was abfarmen. Leider kommt er hier in der Mitte nicht so schnell hin. Da muss er ja rumfahren hier. Und Reaper fährt jetzt mit einer Kolonne nach unten. Zeigt so ein bisschen mehr in die Richtung hier. Wenn man sich das mal anschaut, ist das hier irgendwo. Ich glaube, dass er hier hinsetzt. Ab im Walde. Da kommt er nochmal im Erkundungsflieger. Ja, schätzungsweise, das ist so das der Tipp an die Spieler, die es noch nicht kennen. Zu 90%, wenn nicht sogar 95%, wird man gegenüberliegend positioniert. Bei einem One-on-One heißt, wenn man selber weiß, okay, hier stehe ich, dann kann man fast 100%iger Garantie davon ausgehen, dass der Gegner hier oben ist. Immer gegenüberliegend. Aber KE hat es gut gemacht. Er hat 3 Basen, 4 Basen mittlerweile. Was mich aber jetzt ein bisschen wundert, ist, dass er hier noch keine RAF gebaut hat. Und gerade hier wäre die RAF sehr, sehr wichtig gewesen. Denn Reaper hat jetzt Cooldown 1,5 Minuten. Er könnte die Mitte noch locker rausnehmen, wenn er gleich über die Mitte fährt. Und das würde er dann auch machen. Kann er nur hoffen, der KE, dass er lange da unentdeckt bleibt in der Mitte. Vorteil ist ja für KE der Erkundungsvorteil mit den Alliierten. Hat er den Satelliten, kann ihn hochschießen. Das kann Reaper mit den Sowjets nicht. Dafür ist er essentiell von den Einheiten deutlich stärker. Ja, im Direktvergleich. Und ich glaube, die beiden begegnen sich gleich hier. Seht ihr das? Also eine Minute müsst ihr noch ein bisschen gedulden, dann könnt ihr euch die Köpfe abhacken. Aber noch nicht. Ja, Reaper dürfte jetzt gewarnt sein, wenn er auf den Minimap geguckt hat. Ja, ja, er hat auch gleich reagiert, hat er gemerkt. Er konnte sich aber nicht entscheiden, ob er weiter nach unten fährt oder nach oben. Hat sich kurz nach hinten gezogen. Oh, 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 was macht er? Er sammelt, er will sammeln. Er will direkt auf Angriff gehen. Wir gehen mal bei KE mal in die Base ran. Also hier sind wir ein paar Panzer, noch keine Verteidigungstürme. Das ist nachlässig. Ja? Da sollte man auf jeden Fall Verteidigungstürme bauen. Generell, gerade an Frontbasen. Das sehen wir bei vielen, vielen anderen Spielern, dass sie das machen. Und das lohnt sich. Ja, hier wären Kanonentürme ganz gut gewesen. Wobei, aktuell sieht es so aus, als würde Reaper jetzt rechts auf die Base gehen, weil wir sehen hier in der Mitte einen Wall und hier rechts
KE hat hier genug Einheiten, um zumindest hier oben zu verteidigen. Aber das hier unten links schafft, das bezweifle ich. Und Askorn, danke dir für dein Resub, mein Lieber. Vielen, vielen Dank. Stimmt, für die Lieben, die Prime nutzen, beziehungsweise Amazon. Ihr könnt umsonst den Support da lassen mit eurem Prime-Abo bei mir auf dem Kanal. Es kostet nichts, tut nicht weh. Einfach über euren Amazon-Account auf meinen Kanal gehen, auf Abonnieren drücken. Ihr habt einen Prime-Sub umsonst. Ah, danke dir, Sunny. Auch dir für den Support. Und jetzt, ja, es darf angegriffen werden. Und hier in der Main-Base, als auch hier unten links, ganz clever, geht er erstmal auf. Was macht er denn jetzt? Jetzt zieht er zurück. Warum? Warum? Das hat mich jetzt hart gewundert. Er hätte hier die besten Optionen gehabt. Er war ja schon dabei, den Sammler anzugreifen. Hat aber zurückgezogen. Tech-Zentrum. Oh, gerade sich draus gewesen und weg. Wie ärgerlich ist das denn? Backup steht. Gott sei Dank. Hat er zumindest nochmal die Sicht. Jagt auch nur mit zwei Einheiten nachher jetzt. Kann man machen. Muss ich aber hier unten nochmal zur Wehr setzen. Der Reaper ist noch unterwegs. Ein bisschen was weggebüßt hat er hier schon. Oh, nächstes Gebäude. Hey, das war ärgerlich. Ärgerlich. Er wirkt auch so ein bisschen konfus, der KE. Der macht doch gerade gar nichts. Ich weiß nicht, was er davor hat, aber er jetzt aktuell nur da oben so ein bisschen im Fokus ist. Ja, oh, jetzt zieht die Bauhof da weg. Okay, er war da oben fokussiert. Da war nämlich noch ein Bauhof von ihm. Ja, Reaper hat er jetzt weggeschnitzt. Kuhle hat er auch noch. Allerdings kommt von oben vom Reaper ordentlich Verstärkung. Das ist nicht wenig. Das dürfte er aber in einer gesammelten Aktion schaffen. Achtung, zwei Mix unterwegs. Mal sehen, was die im Visier haben. Okay, macht sich oben in der Mitte schon bereit. Weiß nämlich Bescheid, dass der Reaper kommt. Ja, und die Engen muss er einfach nur dicht halten. Und dann kann er ihn lange hier weghalten. Ohne Probleme. Aber nein, Reaper kommt über rechts rüber. Und mit ein paar Einheiten hier jetzt schön auf die Raff. Das macht er gut. Mal sehen, was er jetzt hier in der Mitte macht. Eine Raff hat er down. Hat sogar noch eine zweite Raff. Genau, einfach mal runterziehen auf zweite Raff. Allerdings reagiert KE hier. Oh, jetzt zieht er wieder alle weg. Das hätte ich jetzt nicht gemacht. Nicht alle. Ein Teil hätte ich unten gelassen. Weil die nebenbei nämlich noch Bambule machen können. Ja, einen Teil hat er da gelassen. Sehr gut. Die Mix fliegen auch immer noch. UKE kann er dicht halten. Die Mix. Oh, passt das Tech-Zentrum down. Und jetzt ist es down. Das ist ärgerlich. Jetzt ist die Sicht aber weg. Ich glaube nicht, dass er noch mal ein Backup bauen konnte. Nee, hat er nicht hingekriegt. Das hat er nicht hinbekommen. Weil Reaper zieht jetzt ein bisschen zurück. Er hat sein Soll erfüllt. Für die paar Minuten. So, auf der Karte geschaut. Aktuell noch. Obwohl rechts unten haben wir noch was Besonderes. Da wieder ein Drop. Der Rest? Was wurden die direkt übergefahren vom Sammler? Ich habe nämlich gerade auf der Minimap noch gesehen, dass das vier waren und dann die letzten, den fünf waren. Da muss der Sammler instant darüber gefahren sein, dass ich da hoch runter gescrollt habe. Ha. Oh Mann, ey. Wie makaber. Mega ärgerlich, dass KE hier keine Raff gesetzt hat in der Mitte. Die Base ist da los.
Hat auch keine Verteidigungstürme gebaut. So viel zum Thema vor allem mit den Kanonentürmen. Oh, KI macht ernst. Jetzt sieht ganz viele Poppen. Guck mal, da oben hat er sich jetzt wieder positioniert mit dem Bauf. Der hat nur ein bisschen zurückgezogen gehabt. Wollte wieder nach oben. Das wird hart für Reaper. Weil so wenig hat der KI nämlich nicht da. Und wenn er jetzt oben rechts auch noch expandiert, hat eine gute Frontbase. Und die Mix, ja, die fliegen weiter. Das dürfte ihn aber nicht so wirklich kümmern. Denn aktuell ist er noch in Überzahl. Der KI. Reaper macht das richtig in die Enge dicht machen. Oh, Bauhof wieder eingefahren? Ich wollte gerade sagen, nur eingefahren, nicht verkauft oder so. Stellt die bisschen nach hinten. Roger. Neues Ziel von dem Mix. Wahrscheinlich die Waffenfabrik. Yes. Direkt drauf. So, in der Mitte schon wieder erster weiterer Flirtversuch. Wenn man sich KI mal anschaut, macht er das richtig, richtig gut. Er macht das richtig, richtig gut. Vor allen Dingen, wenn er jetzt über links noch kommt, da hat er hier gar keine Chance. Der Reaper. Absolut nicht. Guck mal, da haben wir ein paar Wowbies. Ja, aber Reaper hat das Problem des Geldes. Er hat hier zu wenig Raffinerien in der Mitte gebaut. Also 3 Raffinerien, sogar 4 könnte man hier locker setzen. Und er hat es versäumt, VKE hier rechts noch zu expandieren. Und das rächt sich jetzt. Das rächt sich jetzt. VKE in Stellung. Einmal rechts oben, einmal links unten, einmal Mitte. Die Mitte braucht er nur gegenhalten. Links könnte er weiter nach vorne fahren. Von rechts bahnt sich der erste Angriff an. Hier unten bewegt er sich nach oben. Guck mal die Stille. Ach verdammt, ich wollte gerade sagen, die Stille und die Vögel, hört ihr die zwitschern? Nee, verdammt. Ja, aber wenn er jetzt nicht nachgibt, dann könnte er hier ein schnelles Ende bereiten, ja, für den Reaper. Er kesselt ihn gut ein. Macht ganz klar, wer hier der Chef ist. Und jetzt geht er über die Mitte erstmal. Und jetzt über links der erste Großangriff jetzt in die Mainbase vom Reaper. Damit hat Reaper, glaube ich, nicht gerechnet. Das dürfte jetzt auf jeden Fall das GG hier sein. Für den KI. Das kriegt Reaper nicht mehr hin. Einfach zu viele Einheiten und noch kaum Kohle auf dem Konto. Das wird auch nichts mit Kredite. So schnell kriegt das nicht produziert. Und moin Florian, schön dich zu sehen. Aber Reaper geht auf Konter. Ja, was bleibt ihnen anderes übrig?
kann nicht mehr viel machen. Guck mal, KE jetzt rechts fokussiert durch den Angriff von Reaper. Ah, links hat er jetzt auch weitergeschickt. Wieder nach rechts. Oh, die bösen, bösen Tesla-Trooper. KE setzt an zum Gnadenstoß. Einmal von rechts. Mal sehen, ob er von links auch noch nachsetzt. Ja, jetzt das Fire Sale. Und damit der Sieg hier für den KE nach knapp 20 Minuten. Das hat er souverän gemacht, der KE. Die waren ja ebenbürtig, die beiden. Und jetzt nochmal die Vobis. Oh, die armen Bobis. Und da ist das GG ja, für den KE gegen die Reaper. Wir gucken uns mal die Stats an. Was die gerade so aussagen. Und KE klar gut im Futter. Hatte 4 Basen, nachher 5 sogar. Und hat auch gut gesammelt. Ja, fast das Doppelte. Fast das Doppelte. Das sah nicht gut aus für unseren lieben Reaper. Wir schalten mal zu den beiden hin und interviewen die mal. Der Geldstand und ja, und dann fing der ganze Show an. Ja, ich bin da, ihr könnt einfach weiterreden. Ach so, ja, alles gut. Nein, nein, ihr könnt ruhig weiterreden. Also ich fand das, KI hat das zu Anfang sehr, sehr clever gemacht. Der hat im Zickzack ist er gefahren und hat sich unten links nämlich gleich direkt aufgebaut. Und das hat ihm die Finanzboost zu derbe gegeben. Weil er unten links auch schon die dritte Basis hatte und ja. Reaper, du warst noch ein bisschen am Schlafen, oder was hast du gedacht? Nein, ich hab allerdings, mein Fehler war, dass ich eine Base noch, eine dritte irgendwo aufstellen sollte. Ich hab einfach zu früh losgelegt. Ah, okay, ja. Ja, ich weiß, ich hab den Fehler eingesehen, dass ich aber da... Dann kommt es gibt keine Lücke. Ja, als Fehler kann man das... Wenn man so wenig sieht wie du... Im Gegensatz zu KI ist das ja auch so ein bisschen, bisher taktisch gesehen, von der Sicht warst du ja im Nachteil. Hast aber es gut gemacht, dass du ihnen die Tech-Zentren rausgenommen hast. Wie hat dich das eingeschränkt, KI? Der hat mich echt nur auf die Nerven gebracht. Tech-Zentrum hochgeschossen, dann musst du noch mal 5 Minuten warten. Also ja, so, nee, und gefühlt 10 Minuten, 20 Minuten, ja. Ja, ich wollte gerade sagen, das Backup, das war nämlich, das Backup half noch gar nicht, ne? Weil das noch nicht hochgeschossen hatte, ne? Er ist zwar rausgeflogen, aber er hat noch nicht aufgedeckt, genau. Genau, und, das habe ich auch gesehen, als die Rakete los war. Ja, und er hat nämlich nicht aufgedeckt. Da siehst du, da war ich nämlich doch im Recht. Ich habe mir nur schon gedacht, dass das nämlich nichts brachte, weil du hast ja... Sonst wäre das schon längst da gewesen, aber nein, da muss ich nur mal 5 Minuten noch. ja, nur Verteidiger und dann vor der Sicht denkt sie, ach, da ist die Lücke, volle Kanne rein. Ja. Ich bin mir aber auch ziemlich sicher, Reaper, wenn du jetzt erstmal wieder fleißig am Spielen bist, dann wirst du auch wieder die Bühne rocken. Da bin ich mir 100%ig sicher. Definitiv. Ja, auf jeden Fall. Super Match. Vielen, vielen Dank für euer Match. Vielen Dank. Habt ihr noch mal eine Anekdote? Nee. Ich hab Kopfschmerzen, ich bin voll in Schwitz. Oh, Mimimi! Hör ich da etwa ein Mimimi? Ja, leider. Unglaublich. Ah, gut. Ich schick euch mal nach oben, ich komm gleich nach. Ganz klar.